Aber Leute, ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum lädt Rita Redeklug einen Wurl hoch? Ja, das frage ich mich auch gerade. Er hat öfters mal gefragt, ob ich mal so eine Art Lifestyle-Beauty-Videos machen kann und ich nur so, warum ausgerechnet ich? Ich kaufe immer nur Sachen, die entweder meinen Zähnen oder meinem Gehirn schaden. Mir ist klar, dass ich Vloggerin bin und kein Beauty-Guru, aber trotzdem tue ich euch den Gefallen und probiere es mal aus. Ich bin ja so sozial. Wenn dieses Video hier gut ankommt, dann mache ich öfters mal so Beauty- oder Lifestyle-Videos zusätzlich zu den Vlogs, also das heißt mehr Videos. Wenn nicht, dann bleibe ich halt bei meinen Vlogs und ja, am was ist der Versuch wert? Fangen wir an! Als erstes habe ich mir diesen grünen Mann hier gekauft und zwar ist das ein Außerirdischer von Toy Story 3 und es ist kein normaler Außerirdischer, nein, es ist Badeschaum. Diesen tollen Typen hier habe ich aus Action für 4 Euro. Die sich jetzt fragen, was ist Action? Das ist ein holländisches Geschäft. Die sich jetzt fragen, Action habe ich noch nie gehört, was ist denn das? Das ist ein holländisches Geschäft und soweit ich weiß, kann man da auch online bestellen. Riechen tut zwar nicht so besonders, aber das war es mir wert. Ist halt nicht um den Badeschaum selbst, sondern eher um das grüne Männchen. Ich habe ihn gesehen und er mich und dann musste ich ihn haben. Als nächstes habe ich mir bei Rossmann diese Lidschatten. Was für Lidschatten? das kommt raus, wenn Lover Beauty Videos machen. Als nächstes habe ich mir bei Rossmann eine Concealer Palette geholt für 1,99 € von Rival de Loup und die ist ganz gut. Mir geht es eigentlich hauptsächlich um die Farbe Grün, weil ich meine Rötungen abdecken will und den Rest brauche ich nicht. Aber ich weiß echt nicht, wo ich nur dieses Grün finde. Ich habe schon so oft gesucht, finde es aber nicht. Kann mir das mal bitte ein Beauty Guru beantworten? Bitte! Mama, mein Handy! Ebenfalls aus Rossmann und Rival de Loup diese Mascara hier. Sieht man das? Ja, man sieht es. Das ist die Superstar XXL Volume Mascara und die hat 2,29 € gekostet und die ist richtig gut. Also ich war schockiert, als ich die das erste Mal gesehen habe, weil das ist ja recht fett und so eine hatte ich noch nie. Und ich bin überrascht, die ist wirklich gut, die trage ich auch gerade und die trennt die Wimpern gut, macht die auch noch voll lang. Empfehlenswert. Kommen wir zu diesen drei Ladies hier. Die habe ich ebenfalls aus Action, dem holländischen Geschäft, und die haben um die 3,95 € gekostet. Das sind Lippenbalsame, die auch noch riechen. Apfel, Himbeer und Blaubeere. Ich zeige euch mal, wie die Dame hier von hinten... Ich zeige euch mal, wie eine der Damen von innen aussieht. So sieht's aus. Das riecht so gut. Kommen wir zu einem Kleidungsstück, das ich mir neu gekauft habe. Und zwar diese Fellweste hier. Ich bin so ein Genie. Optisches Denken. Mit einer Kapuze und zwei Bommeln dran. Dieses Teil hier habe ich aus Modena für 10 Euro. Vor Wochen war ich auch schon mal im Geschäft drin und habe die so gesehen. Wollte ich unbedingt haben, aber 45 Euro waren mir dann doch zu viel. Wochen später komme ich so in das Geschäft rein. Eine einzige Weste hängt auch noch. Meine Größe. Und die so, oh Baby, kauf mich. Und ich so, oh, gekauft. Oh, ich liebe dich. Ich blende euch mal ein Foto ein, wie das angezogen ausschaut. Jetzt zum allerletzten Teil, was ich mir gekauft habe, und zwar diesen weißen Pulli. Den gibt es bei Madonna für 14,95 € und ich blende euch auch mal ein Bildchen ein. War es dann auch schon mit dem Video und sagt mir mal bitte, soll ich weiter solche Videos machen oder nicht? Dies könnt ihr tun, indem ihr mir einen magischen Daumen nach oben gibt oder mir Kommentare schreibt. Was wichtig ist, sollte ich wirklich solche Videos noch weitermachen, brauche ich Themen. Also ich weiß ja nicht, was ich machen soll. What's my bag tag? Hauls wieder? Outfit of the days? Ich habe keinen Plan, also schreibt es mir in die Kommentare bitte. Tschüss!